Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi Genesis. Ne? Warum hier dieser Pfeil? Gib mir 1000 Tage Solo-Playthroughs. Ich habe immens Bock, mit Mononoke ein bisschen durchzustarten. Ich würde behaupten, wir chillen hier noch, bis ihre Brust klarkommt. Oh, ich sehe hier gerade, wir haben ja auf Bauch weniger als auf Kopf und Brust. Spannend, ne? Ist was, worauf man achten sollte, gewissermaßen. Hier jung als Teenager am Start. Wertemultiplikator 0,6, das ist okay. Na, Tag 167, bald 168. Wir haben es 23:25 Uhr. Na, kurz gewartet, bis ich hier keinen Quatsch erzähle. So, genau. Ich würde behaupten, wir haben eine feierliche Mission. Und zwar würde ich super gerne hier beim Ninja Tower vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, Mononoke dahin mitzunehmen. Es wurde jetzt natürlich in Bezug auf die älteren Episoden schon einiges kommentiert. Zwecks AP, Tiere so und so. Ne? Ich habe ein paar Locations bekommen in Bezug auf, da gibt es noch Tierhändler. Können wir auf jeden Fall überall mal vorbeischauen. Ich muss euch ehrlich eine Sache meinerseits zugestehen. Und zwar, Tiere zu haben, egal welche Tiere und auch egal in welcher Form und Art, schränkt uns gewissermaßen ein. Ja, das ist einfach so, das ist auch unumgänglich so. Ja, wir werden das merken, glaubt mir, der Punkt ist ja relativ simpel, sage ich mal. Letzten Endes ist es natürlich so, dass Tiere gerne mal geschlachtet werden. Schlachten passiert anders als bei lebendigem Leibe gefressen werden in einem Instant, gewissermaßen. Ja, da steht dann, oh, Fraktion XY schlachtet dein Tier für Fleisch ab und dann ist das so, dann ist dein Tier tot. Instant. Ja, fand ich schon immer ein bisschen schade, dass das so schnell geht, dass die da nicht erst eine Machete holen müssen und irgendwie da was aufbauen oder dergleichen. Klar, es wäre auch irgendwo übertrieben, aber ihr wisst, wie ich meine, es kann ruckzuck gehen. Das heißt, wir müssen eigentlich immer gucken, dass wenn Mononoke fallen sollte, Whisperwind in der Nähe ist, ready zu kämpfen ist, im Zweifelsfall ready wäre zu entkommen, ja, genau, mit einer Mononoke auf der Schulter. Das ist unsere Mission. Jetzt wurde mir gesagt, AP, eigentlich ist ja auch wiederum egal, welches Tier du hast, denn du kannst ja auch einfach sagen, ich lasse die Tiere irgendwo stehen. Das stimmt. Allerdings müssten wir ja dann immer wieder hin und her rennen, um die Tiere auch mal wieder abzuholen. Die Tiere selbst können sich nur schwierig was zu essen organisieren. Denn wenn wir dann quasi mit irgendwas kämpfen und die Tiere verlieren sollten, dann braucht unsere Whisperwind wiederum ewig, bis sie beim Ort des Geschehens ist. Und vielleicht werden unsere Tiere bis dahin gesnackt oder sterben einfach an Blutungen oder Verschlechterung von Wunden. Das heißt, auch das wäre mit einem sehr großen Risiko verbunden. Generell, selbst wenn wir jetzt zum Beispiel die Mononoke hier in unserem Haus lassen und währenddessen mal schnell ans andere Ende der Map rennen, wenn dann ein Raid kommt, dann wird es schon stressig. Ne? Das heißt, ich würde behaupten, für den Anfang bleiben wir jetzt erstmal dabei. Wir behalten jetzt mal nur unsere Mononoke. Ich habe noch den Tipp bekommen, AP, guck mal hier vorbei. Ich denke, Leute unter euch wissen, was hier abgeht. Ne? Da könnte man natürlich auch noch vorbeigucken und sagen, ey, nehmen wir mal mit. Ich würde allerdings behaupten, gerade mehr als ein Tier ist natürlich deswegen schwierig. Mit einem Tier, na, ich fang von vorne an. Mit einem Tier haben wir immerhin die Möglichkeit, wenn Mononoke eines Tages so schnell ist wie wir und ähnlich gut schleicht wie wir bis, ja, gleich gut. Denke ich, wird ewig dauern, bis das der Fall ist. Aber ähnlich gut, sagen wir jetzt mal, was weiß ich, Sneaken 50, 60, sowas. Na, Athletik irgendwo so, dass sie mit, was weiß ich, 25 bis knapp 30 mph unterwegs ist. Dann wäre das schon mal eine runde Sache, würde ich behaupten. Na, bis wir da hinkommen, wird das eine ganze, ganze Weile dauern. Mononoke ist gerade erwachsen geworden. Wertemultiplikator immer noch 0,6. Okay, crazy. Naja, wie dem auch sei. Schon mal ein dickes Income auf jeden Fall. Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Naja, ist wie es ist. Oh, Guild Surgeons. Guild Surgeons. Na, dann Mononoke, geh du mal nach da. Whisperwind, du regelst das schnell. Genau, das ist so ein bisschen die Sache. Sobald wir mehr als ein Tier dabei haben und wir mit denen zusammen ins Combat gehen, ja, Whisperwind schlägt irgendjemanden zusammen und was weiß ich, Mononoke plus zwei weitere tierische Begleiter sind dabei. Guck mal, jetzt kann ich es euch hier gerade mal schnell zeigen, weil es in den Kommentaren hier und da erwähnt wurde, AP, warum lootest du nicht den hinteren Dude? Der hat doch auch immer mega viel dabei. Guck mal, wie mega viel der dabei hat. Okay, hier in dem Fall hat er echt mega viel dabei. Der hat Cash dabei, das hat er in den meisten Fällen nicht. Ne? Und ansonsten hat er halt Scheiß.
Ja, so, das ist eigentlich das Setup. Dass er jetzt Geld dabei hat, würde ich sagen, ist eine Rarität. Hat er sonst eigentlich nie dabei. Wir können gerne bei den nächsten nochmal schauen. Aber damit ist meine Aussage schon gemeinhin disproved. Wir sollten auch den hinteren immer machen. Okay, jetzt hat der vordere kein Geld dabei. Okay, das ist sehr untypisch. Ich würde behaupten, das passiert einmal aus 100 Mal, denn es ist jetzt gerade basically das erste Mal, dass das passiert ist. Na, obwohl, ich habe die letzten Male halt auch nie geguckt oder selten geguckt beim hinteren. Werden wir in Zukunft also machen. Okay, immer bei beiden gucken. Dann vergesst, was ich sagen wollte. Stimmt ja in dem Sinne nicht. Genau. Also nochmal, um den Punkt zu schließen. Ihr merkt schon, wenn wir mit Mononoke plus zwei weiteren tierischen Begleitern reingehen und mindestens zwei von unseren tierischen Begleitern fallen, also liegen bewusstlos am Boden, dann können wir ja nur einen retten, während der andere tierische Begleiter höchstwahrscheinlich geschlachtet wird. Das heißt, das ist gewissermaßen ein Problem. Sprich, ein Tier als Begleiter fände ich deswegen cool, gerade wenn es schnell genug ist. Oh, da haben wir eine Juicy Group, da werden wir hart trainieren. Müssen wir gucken, dass wir so reingehen, dass Mononoke im Zweifelsfall, wenn sie down gehen sollte, was sie safe gehen wird, von Whisperwind errettet werden kann. Das heißt, wir werden gucken, dass Whisperwind hier nicht bei den Beinen so tief runtergeprügelt wird, dass sie nicht mehr klarkommt. Das können wir nicht riskieren. Denn sonst wird Mononoke, gerade hier, wir haben da, was sind das? Sind Verhungernde, oder? Ja, genau, die würden unsere Mononoke direkt schlachten. Wenn sie die Chance dazu bekommen. Das heißt, das gilt es tunlichst zu vermeiden. Entsprechend würde ich sagen, wir gehen natürlich trotzdem rein, denn irgendwo muss unsere Mononoke ja auch was lernen. Na, das ist ja auch der Fall. So, jetzt habe ich es ja gerade schon ein paar Mal klipp und klar gesagt. Es wird uns gewissermaßen ein bisschen zurückwerfen in unserem Fortschritt, Mononoke zu trainieren, aber wir werden sehr davon profitieren, wenn wir Mononoke hart trainieren. Das steht vollkommen außer Frage. Ich würde also gerne erstmal dahin, dass Mononoke mit Whisperwind Schritt halten kann, was ihren Athletikwert, also ihre Geschwindigkeit und ihren Schleichwert betrifft. Und dann können wir ja immer noch sagen, wenn Mononoke ähnlich gut schleichen kann wie Whisperwind, dann kann Whisperwind in irgendeine Fraktion reinrennen, ein Oberhaupt bewusstlos schlagen oder irgendeine gesuchte Person und mit der zusammen dann fliehen. Und Mononoke rennt dann einfach chillig mit zum Ort der Abgabe, ja, wo wir quasi dann das Kopfgeld einstreichen. Ist mein Mic an? Mein Mic ist an. Okay, goodness, Alter, hier erstmal 7,5 Minuten gottlos gutes Gelaber, na, Qualitäts, orale Auswürfe und so, wäre jetzt schade gewesen. Naja, wie dem auch sei. Das ist so gerade so ein bisschen der Plan. Also verzeiht, den habe ich jetzt gewissermaßen selbst geschmiedet. Ich will damit aber nicht ausschließen, dass wir in Zukunft nicht mehr Tiere ranholen. Ich würde bloß behaupten, Stand jetzt macht es sehr viel mehr Sinn, erstmal ein Tier zu trainieren, da wir dann viel besser darauf reagieren können, wenn dem Tier was passieren sollte, wenn eine brenzliche Lage entstehen sollte. Ne? Ja, das ist einfach das Ding. Also wir gucken gerade mal rein, Mononoke, Sneak auf 5. Ne? Da muss natürlich noch einiges passieren. 5 bei 70%. Ja, da geht schon noch was. Ne? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass das gut läuft, dass der Sneak gut wird. Dass die Athletik sich gut hochsteigert und natürlich auch ein paar Kampfwerte dürfen nicht fehlen, ist ganz klar. Wir wollen natürlich auch, dass Mononoke ein zähes Kerlchen wird, beziehungsweise eine zähe Dame wird. Und dann denke ich, ist das erstmal eine runde Sache. Es wäre schon cool, glaube ich, auch einfach von, wenn ich mir vorstelle, wie diese Geschichte läuft. Whisperwind mit ihrer Wölfin Mononoke unterwegs und die sind beide super schnell und mega die Assassinen. Ja, dann lassen wir Mononoke hier und da vorne im Lager stehen, während Whisperwind da sauber macht oder etwas entführt und dann rennen die beide schön durch die Welt und so. Ich glaube, da sehe ich uns einfach super gut. Was wurde hier denn gemacht? Da wurde auf jeden Fall gut reingemetzelt. So, und jetzt würde ich sagen, gönnen wir uns hier noch ein bisschen Combat, oder? Wie gesagt, wir müssen ja auch beides rausholen. So, schaut mal, ich bin hier. Ah, die haben gar kein Beef mit mir, oder wie? Ziel grundlos angreifen. Ja, let's go. So, Mononoke, dann zeig mal, wie es ist. Zeig mal, wie das hier läuft, Mononoke. Oh ja. Oh ja, der da hinten hat Mononoke-Hit bekommen. 57, das ist schon mal stark. Aber Mononoke halt quasi schon down. Also noch ein Hit auf den Bauch und sie ist weg. Ja, da ist sie weg. Das heißt, jetzt wird sie direkt aufgehoben. Wie schlecht geht's dir? Das geht easy. Und Whisperwind kümmert sich um den Rest. Genauso sieht unsere Herangehensweise gewissermaßen aus für den Anfang, würde ich behaupten.
es geht einfach Stand jetzt nicht anders. Wie gesagt, das meinte ich damit, dass das uns jetzt erstmal ein bisschen zurückwirft. Wir müssen erstmal ein paar gute Werte rausholen bei Mononoke. Und wenn ich mich jetzt hier zeitgleich um mehrere Tiere kümmern müsste, wäre schwierig, wenn wir sagen würden, ey, zwei von den Tieren chillen jetzt gerade hier im SKG-Außenposten. Auch schwierig, denn wenn da jetzt irgendwas passiert, muss ich ja dahin rennen. Na, erstmal ankommen. Und wie gesagt, schlachten geht halt ruckzuck. Deswegen denke ich, erstmal einen tierischen Begleiter, namentlich unsere Mononoke, und sie erstmal so voranbringen, dass sie eigenständig immerhin fliehen könnte. Na, also wenn Scheiße passiert, dass Mononoke schneller ist als ein großer Großteil der Fauna vor allem aus Kenshi und auch der verschiedenen Rassen, die in Kenshi rumrennen, das wäre auf jeden Fall schon mal gut, würde ich behaupten, oder? Da wollen wir hin. Und sobald wir das geregelt haben, können wir dann gerne drüber nachdenken, nochmal einen tierischen Begleiter ranzuholen. Ja, wie gesagt, ich würde allerdings bis dahin gerne abwarten, gewissermaßen. Denn auch hier jetzt, wenn Whisperman das erste Mal in Ohnmacht fällt, wird Mononoke von unserem Arm runterfallen und damit werden hier Leute loslegen, sie zu schlachten. Denn die haben Hunger. Ja, deswegen werden sie genau das tun. Na, natürlich auch super gewissermaßen, kriegen wir hier nochmal für Whisperwind ordentlich Trainingseinheiten, Stangenwaffen, dann hoffentlich bald mal auf 30 hier, ja, jetzt 28, klasse. Ja, das ist doch tipptopp. Na, also, ich muss schon sagen, das macht durchaus Sinn. Es ist bloß, ich würde jetzt erstmal vielleicht nicht ganz so viel krass in der Gegend umherreisen, bis wir das nicht geregelt haben, dass unsere Mononoke zum Beispiel sowas hier kann. Na, mit 18 km/h unterwegs ist, obwohl das jetzt noch lange nicht so viel ist. Na, aber ihr seht, die hier, solche Hits wären halt cool. Na, also da sind wir noch weit, weit von entfernt. Ihr seht es hier, na, auch solche Körperwerte gewissermaßen, das ist natürlich gottlos. Ja, also da müsste man hin. Na. Dass sie sich einfach ein bisschen selbst verteidigen kann und nicht einfach nur Kanonenfutter ist gewissermaßen. Schaut mal, wie super sie sich verheilt. Sie war bei minus 5 hier, als wir sie aufgehoben haben. Trotz einem kleinen Verschlechterungspfeil wird es hier aber besser. Das ist, Tiere haben eine super Heal-Rate. Jetzt sind wir schon bei 0, trotz Verschlechterungspfeil. Na, das ist echt verrückt. Also da sind Tiere absolut geil unterwegs. Denn ihre Heilungsrate ist bodenlos. Die liegen quasi von Haus aus im Bett, könnte man sagen. Na, müssen wir fast ein bisschen aufpassen, sind wir mit denen verfeindet? Stand jetzt mal irgendwie nicht. Na, müssen wir mal gucken. Wenn die uns angreifen, könnte es ein bisschen hässlich werden. Ich weiß nicht, wie viel Damage die bei uns machen. Hoffentlich nicht allzu viel. Wisst ihr, wie ich meine? Die fahren halt mal mit so einer ganzen Gruppe Schlitten. Das ist halt einfach, ne? Da sind wir halt einfach noch nicht. Was will man da sagen? Da sind wir halt einfach noch nicht. Komm, du kriegst ein bisschen erste Hilfe von mir. Ist gar keine Frage. Kleiner Orion Hound. Akzeptiere den Schmerz, sagt sie zu einem Orion Hound, weißt du, wie ich meine? Akzeptier doch. Okay, und direkt den nächsten. Greift er jetzt uns an? Jetzt greift er uns an. Ja, dann müssen wir euch wohl verprügeln. Na, 6er-Hits. Das geht gerade so. Können wir verkraften, ja, und wir machen dafür an Tieren super viel Schaden. Wir müssen jetzt natürlich trotzdem gucken, dass unsere Beine klarkommen. Dass wir im Zweifelsfall trotzdem fliehen können. Na, aber hier wird natürlich auch super gelevelt gegen die. Es steht außer Frage. Komisch, oder? Der erste Orion Hound hat sich ja super heilen lassen und war auch erstmal gar nicht angepisst. Und jetzt auf einmal. Oh, ich dachte gerade, das ist der Orion Hound hier, gell? Ja, unsere Brust geht noch einigermaßen klar. Müssen wir aber gucken. Stark, der erste Down. Brust auf 13. Ist noch okay. Mhm. Brust immer noch 13. Ist immer noch okay. Ja, stark. Stark. Mononoke, wie sieht's bei dir aus? Ah, wurde sogar schon ein bisschen geheilt. Na, Mononoke wieder fit gewissermaßen. Ich würde sie jetzt runterlassen, ne? Aber wenn jetzt quasi einer von diesen Bissen hier auf ihren Kopf gehen würde, wäre sie instant weg vom Fenster. Also wir müssen echt, wir müssen gucken, dass Mononoke, ne, bisschen besser in dieser harschen Welt klar. Was, wir haben da gerade einen 16er-Hit bekommen. Uiuiui. Wie geht's dir denn hier, blutend? Ja, okay, könnte jeden Moment down sein. Wir aber auch.
Mit Brust 8. Das war jetzt richtig riskant, was ich hier gerade gemacht habe, aber na. In 26 Sekunden wieder fit hier. Das heißt, wir healen erstmal uns. Ja, und dann healen wir hier diesen Orion Hound. Na, jetzt kommt hier natürlich schon wieder der nächste. Der ist uns, glaube ich, egal. Wir heilen trotzdem den Orion Hound. Ja, ja, hack da ruhig. Obwohl, nee, dürfen wir uns eigentlich auch nicht erlauben, wegen unserer Brust. Komm, jetzt machen wir den. Der hier ist in 6 Sekunden wieder ab. Oh, und damit sind wir down. Und jetzt müssen wir richtig Glück haben. Na, Mononoke ist fit. Mononoke, wo geht's hin? Haben wir uns ein... Oh, Mononoke snackt sich ein Gliedmaß. Stark, Mononoke. Und jetzt Flucht ergreifen. Erstmal Flucht ergreifen. Einfach davonziehen, ja. Klasse, das Ganze mit dem Sneak. Whisperwind ist gleich wieder fit. Ja, seht ihr, es ist direkt eine schwierige Situation. Wenn da jetzt einer von den Rattenfängern hier aufsteht, Mononoke einholt, bewusstlos schlägt und dann sagt, oh, Schlachten für Fleisch, Alter, dann sieht's schlecht aus für uns, ne? Und das ist natürlich schwierig. Sowas natürlich immer schwierig. So, wir heilen noch unser Ärmchen, genau, stark Whisperwind und dann wird hier noch der Orion Hound geheilt, weil wir natürlich tierlieb sind und so. Mononoke ist da hinten ganz brav mit ihrem Ärmchen, mit, was haben wir da, ein Beinchen, gell, klar, sind wir da unterwegs, gell, Logo. Kann die Mononoke Level mal schleichen. Rapide sogar. Stark, stark, stark. So, Whisperwind, wie sieht's aus? Ja, genau, gell. Die werden geheilt, Feldarzt. Bald auf 31, perfekt. So, dann steht der Orion Hound da gleich nochmal auf. Ich würde sagen, wir nehmen den nochmal mit, wenn er Bock hat. Ja, nee, komm, wenn du das snacken willst, ist doch gut. Okay, dann... Dann muss das wohl geschehen, ha? Dann muss das wohl geschehen. Schön Mononoke im Blick behalten. Klasse, nochmal down. 121 Sekunden. Heilen wir schnell hoch und dann läuft die Geschichte, ne? Easy. Perfekt. Schaut mal, und so muss das jetzt eine ganze Weile laufen. Na, also, es ist durchaus riskant, dieses Training voranzubringen. Aber es ist nun mal, wie es ist. Können wir jetzt erstmal nichts machen. Whisperwind, kannst du... Hier folgen. Ja, klasse. Und das Ganze sogar im Sneak. Super. Und wenn du jetzt nicht sneaken würdest, das geht nicht, weil dein Folgeziel sneakt. Okay. Ja, dann machen wir das doch so. Mononoke weist uns den Weg, ne? Walkt jetzt halt irgendwo hin, bis sie ihr Ärmchen, ihr Beinchen gesnackt hat und dann schauen wir mal, wie es wird. Ne? Schauen wir mal, was wird. Was wird. Okay. Hat da noch mal jemand Bock? Scheint nicht so. Na, Mononoke, levelst du gut? Schleichen auf 11. Wisst ihr, wie ich meine? Also, es geht ja schon schnell. Es geht ja schon schnell. So, und hier jetzt einzelne wegzumachen mit Mononoke wäre super geil. Orion Hounds wieder ready. Und wir warten hier ab. Ja, Mononoke gönnt sich direkt das nächste Gliedmaß, Marsili. Das ist doch klasse. Und wir followen wieder. Easy. Und wenn hier was aufsteht, da ist doch der erste schon fit. Dann kann Mononoke da theoretisch nachher mal angreifen. Sehr gelähmt, ja. Beide Arme weg. Na, natürlich wählt er die Flucht. Entsprechend. Stark, Mononoke. Das gab gerade bestimmt gute Sneak Points, oder? Oh, yo. Wie wir durchziehen. Oh, Whisper. Achtung, hier, hau mal rein, ja. Schade, das gibt uns so gute Sneak Points, wenn der unterwegs ist. Heilen wir den direkt wieder. Schau mal, und dann weiter. Folgen. Na? Mononoke, wo geht's hin? Mononoke führt uns. Ist ganz klar. Seht ihr, wie ich meine? Geht doch schnell. Na? Wir brauchen jetzt erstmal, wie immer, halt guten Athletikwert, guten Schleichwert. Das ist jetzt das, was wir jetzt erstmal regeln müssen hier. Na? Alles andere ist gerade ziemlich egal. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass Mononoke geschwind unterwegs ist und selber aus schlimmen Situationen flüchten kann. Auch wenn ihr Whisperwind mal down gehen sollte. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dann können wir sie auch richtig, richtig gut trainieren. Richtig fatal können wir sie dann trainieren. Ha? So, wer ist denn hier ready? Guck mal. Ihr habt schon Bock, das ist doch klasse. Mononoke, guck mal, hier.
Kannst du ein bisschen reinhauen. Bei 66er-Hits jetzt schon. Das ist so, so crazy. Also im 101 macht sie hier ja eh jeden kaputt. Das ist ja ganz klar. Genau, sie braucht halt bloß noch einfach noch krassere Statuswerte. Mehr Power. Sie hat sich noch mal ein Ärmchen gesnackt. Das ist doch super. Komm hier, nimm die mal alle mit, ja. Klasse. Mhm, ihn auch noch, komm. Ja, und dann geht's wieder in Sneak. Tibi-top. Ja, na also. Okay, und jetzt wäre natürlich die Frage, where to go? Na, ich könnte mir auch gut vorstellen, jetzt mal ehrlich, vielleicht sind Schnabeldinge gerade unsere Trainingspartner schlechthin. Oder? Die sind in kleinen Squads unterwegs, weshalb Mononoke nicht ganz so gottlos in die Mangel genommen wird. Es könnte gefährlich werden gewissermaßen, weil die halt starke Hits austeilen hier und da. Na? Also das könnte gefährlich werden. Aber ansonsten, wir haben halt Vorteil mit unserer Stangenwaffe, die wir jetzt im Übrigen auf 30 haben. Na? Und wisst Bescheid, also das wäre gewissermaßen, das könnte cool sein. Sag ich mal. Mononoke, wie ist denn dein Sneak? Boah, guck mal, schon 37. Sie ist jetzt also auch im Rennen unterwegs beim Schleichen. Immerhin schon mal. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Müssen wir Whisperwind in dem Sinne mal anders ausrüsten, dass sie da Schritt halten kann. Na, weil mit dieser Rüstung Whisperwind natürlich einen ganz prächtigen Nuller-Sneak. Und was ich dann gerne in nächster Zeit mal noch machen würde, wir holen uns tatsächlich nochmal einen Rucksack, oder? I mean, why not? Können wir durchaus so machen. Guck mal, das strebe ich an. Na, das ist so das Wenigste, was Whisperwind im Ninja Run machen kann. Aber sobald wir eine gute Geschwindigkeit haben und so durch die Lande ziehen können, mit diesem Bild hier, das wäre doch super geil, oder? Das wäre doch super geil. Da will ich jetzt erstmal hin. Schaut mal, wie schnell sie voll heilt. Du kannst ja dabei zuschauen, ohne Witz, ey. Es ist so verrückt, wie Tiere sich heilen. Haben wir ihn gegessen, gell? Guck mal da, kleiner Orion Hound. Den heilen wir jetzt nochmal, indem wir ihn erstmal verprügeln und dann heilen. Ja, aber definitiv mit Rüstung, sonst 100er Hits incoming. Na, da liegt dann auch eine Whisperwind ruckzuck mal in Lebensgefahr. So, Mononoke. Komm, du kommst mit und haust damit rein. Obwohl, doch, ja, ein Hit würde sie gut überleben. 92, ja, und jetzt muss Mononoke direkt aufgehoben werden. Ja, klasse, genau. Denn sonst ist die instant weg vom Fenster, wenn es jetzt nochmal auf die Brust gegangen wäre. Na, dann wäre es direkt richtig, richtig knapp geworden. Und das müssen wir vermeiden. Mhm. Nice. Whisperwind stark. Und erste Hilfe reinknallen. Sag mal, wie steht's denn mit Maddox? Ja, wir müssen neue Maddox ranholen, mal allmählich. Auch ganz wichtig. Auch ganz, ganz wichtig für uns. Mhm. Komm, ihn verheilen wir gerade auch noch. Ja, und dann kannst du Mononoke verheilen. Easy. So, dann wird Mononoke direkt wieder runtergelassen. Ein wilder Bulle, der tot ist. Oh nein. Ja, wilder Bulle, tut mir leid, da komme ich zu spät, gell? Aber er ist ja schon tot. Dann können wir ihm... Wow, war das ein Roboter? Das Öl. Das war ein Robot. Ja, eben, gell? Guck mal. Mononoke, kannst du dir ein Fleischchen nehmen? Wie klingt das? Haben wir Hunger? Haben wir noch keinen Hunger, gell? Okay, klasse. Dann weiter geht's, kommt. So, Mononoke könnte jetzt ja bereits schon etwas schneller sein im Sneak. Das heißt, wie gesagt, wir wechseln bei Whisperwind immer schönes Equipment durch. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass wir uns halt einen Rucksack holen, der relativ groß ist und sehr beschissen, was die Kampfstatuswerte betrifft. Na? Das heißt, wenn wir mit dem trainieren, sind bitte unsere Angriffs- und Verteidigungswerte noch weiter in den Keller gedrückt, damit wir die schneller leveln können. Na? Und wir werden da drin unser Naginata haben und unsere schwere Rüstung. Das wäre so meine Idee. Na, und dann können wir immer wählen, Diebes-Equipment
und dann den Diebesrucksack reinmachen, wenn wir etwas stehlen wollen. Und ansonsten den schweren Rucksack und den Diebesrucksack eben zusammen im Inventar haben. Also hier in diesem Fenster drin haben. Und damit quasi alles verwaltet. Ja, das also so eine Zwei-Rucksack-Struktur kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht gerade so ein Holzrucksack, wisst ihr, wie ich meine? So einen, auf dem man auch in Vanilla super stacken kann. Wäre, glaube ich, super geil. Na, da sehe ich uns. So, okay, wie sieht's da aus? Ja, hier gerade wenig in der Nähe, wo man gut sneaken kann. Oh, das scheint eine Juicy Group zu sein. Ah, sind Juicy wilde Bullen. Was haben wir hier? Plünderer. Da könnten wir auch reingehen. Und noch mal ein bisschen leveln. Na, ganz klare Sache. Und ich würde behaupten, dann gucken wir mal nach Shem rein, oder? Ja, okay, da haben die Plünderer überhaupt keine Chance. Die greifen da zu dritt an. Ja, seid ihr auch komplett kernlost? So, ja, weiß ich jetzt nicht. Haben die hier Schaden verursacht? Na, nichts Fatales. Niemand von denen hat einen Verschlechterungspfeil. Oh, doch, hier auf der Brust ein kleiner Verschlechterungspfeil, aber durch die Tierheilrate macht der letzten Endes nichts. Aber wir werden hier natürlich reinheilen. Ist ja klar, guck mal, der ist im Sterben. Heilen wir den direkt mal. Oh, wer bist du? Plünderer, ja, moin. Habt ihr auch Stress mit mir oder wie sieht's aus? Ich will hier eigentlich nur ein bisschen Erste Hilfe mitnehmen, so. Das muss einfach verbunden werden, das siehst du vollkommen richtig, Freundchen. Wie steht's bei dir? Alles gut? Ja, tipptopp. Sind wir fit, gell? Klar. Okay, dann gucken wir mal, ob wir noch ein Erste-Hilfe-Set daheim haben. Ja, ansonsten müssen wir schauen, dass wir da bald mal wieder welche besorgen. Denn ansonsten sieht's natürlich gewissermaßen schlecht aus hier, zwecks. Ja, wir gucken mal nach Shem rein und, ne, machen da Rambazamba. Ja, unser Erste-Hilfe-Set ist auf jeden Fall quasi leer. Sollen wir die Plünderer noch mitnehmen? Eigentlich schon, oder? Haben wir hier noch? Ja, klasse, guckt mal. Ah, das ist der falsche Charakter. Hier. Stark. Ja, und dann nehmen wir noch ein paar kleine mit, oder? Packen wir hier mal noch Fleisch rein. Ja, easy. So lobe ich mir das. Ja, und dann vielleicht noch was zu essen für Whisperwind, oder? Kann ich schaden. Cool. Okay, wo sind die Plünderer jetzt hin? Darüber. Machen wir die noch schnell nackig. Und dann gucken wir uns mal die Shem-Geschichte an, oder? Genau. Und was ich übelst gerne noch machen würde, für Whisperwind vor allem, wäre hier im Ninja-Turm. Denn, ne, die schwarzen Drachen-Ninjas sind super cool, keine Frage. Haben uns ja aber auch schon mal Raids geschickt. Wir haben die alle bewusstlos geschlagen, ihr erinnert euch. Ob D-Mark noch da ist, bezweifle ich. Ob Busan noch da ist, da bin ich sicher. Busan wird ziemlich safe noch da sein. Und dann würde ich ganz gerne gucken einfach. Die sind ja alle mit Katanas unterwegs. Dagegen haben wir super Resistenzen mit unserer Rüstung. Ich glaube, die wären ideale Trainingspartner für Nahkampfangriff und Nahkampfverteidigung für Whisperwind. Allerdings würde ich da gerne, ungerne, mit Mononoke am Start sein, da Mononoke da einfach Probleme bekommen wird. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, das wird nicht sonderlich gut laufen. Würde mich wundern. So, und aus dem Gesichtspunkt müssen wir bis dahin einfach unsere Mononoke auf Werte bekommen, wo wir sagen, okay, wir können uns darauf verlassen, dass sie im Zweifelsfall fliehen könnte. Oder wir lassen sie hier, aber wie gesagt, dabei habe ich ein sehr mulmiges Gefühl. Was hast du denn für einen Hut auf, Alter? Ist das ein Sofakissen? Ist das Thomas the Tank Engine? Digga, was ist das für ein Hut? Den brauchen wir dringend. Mononoke, zeig ihnen. Komm, Mononoke, ein Hit. Yo, aber was für ein Hit. Oh ja, stark, Mononoke. Oh, Mononoke down. Whisperwind direkt aufheben hier. Nice. Okay, und jetzt die Plünderer kaputt machen. Die hauen Fünfer-Hits raus mit ihren Blunt Weapons, ne? Das ist natürlich immer ein bisschen problematisch, aber ich bin mir trotzdem sehr sicher, dass wir die auf jeden Fall gut hinkriegen. Wenn wir jetzt nicht ultra auf die Brust leiden, dann sollte das schon machbar sein. Hier wäre unser Katana auf jeden Fall besser, da wir einfach schneller wären. 9er-Hits, wow. Na, sind wir gar nicht mehr gewohnt hier. Aber was ist denn mit dir? Was hast du da bitte für einen Hut auf? Ich will den unbedingt haben. Den müssen wir uns klar machen, oder? Jetzt wird es langsam brustgefährlich. Das bedeutet, wir ergreifen die Flucht.
Wie schnell sind wir so denn? Oh, gar nicht schnell. Das ist natürlich schlecht. Und wie sieht's da aus, wenn wir unser... Na, verdammt. Ja, wenn wir unser Equipment ändern. Na, wenn wir dann jetzt natürlich einen Bolzen in Rachen bekommen, in Nacken, könnte es direkt schlecht aussehen. Und wir haben so trotzdem nur 15 mph. Das ist ganz schlecht. Okay, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wenn wir Mononoke mitnehmen, sind wir ja gar nicht so schnell, wie ich das gerne wäre. Das könnte jetzt direkt schon ziemlich scheiße laufen für uns, Leute. Ja, wir rennen schnell mit unseren sperrigen 13 mph nach Hause und gucken, ob wir Mononoke, auch wenn wir unterwegs noch ein paar Hits bekommen, noch irgendwie ins Bett legen können. Ich glaube, wenn sie im Bett liegt, wüsste ich nicht, ob die einfach schlachten können. Oder wie es da ist. Sie ist halt auch immer noch bewusstlos. Goddammit. Alter, es ist so risikoreich, jetzt mit einem Tier zu trainieren. Ich sag's euch, es ist schlimm. Es ist einfach freaking schlimm. Wir müssen hier und da so viel Glück haben, dass wir nicht komplett auseinandergenommen werden. So, rein da. Nice. Knall sie rein. Ins Bett bringen. So, und jetzt hier mit dem Katana, genau. Und dann zeig mal her, wie es bei dir läuft, ohne Mononoke auf dem Rücken, ha? Alter, dieser Hut macht mich fertig, Mann. Was ist das? Ah, Leute, es ist... Yo. Ja. Oh, stark, Whisperwind. Regel das bitte. Regel das bitte. Oh, oh, Leute, Whisperwind. Du Göttin. Oh. 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 Uiuiui. Ja, und ihn direkt auch nochmal. Ja, genau, weil wir wollen seinen Hut natürlich haben. Und dann kannst du genau Mononoke heilen und dich heilen. Ja, Alter, Leute, mit einer Achterbrust zieht sie da noch durch, oder? Ich glaub's ja nicht. Verrückt. Alter, war das close. Okay, ja. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht auch das Let's Play irgendwo wieder geil jetzt, oder? Wir haben jetzt halt wieder was, wo es richtig close ist. Moaning Cylinder. Ja, nehmen wir natürlich mit, oder? Mittlere, das ist eine Metallplatte? Gottlos. So, guck mal, schmeißen wir den kurz weg. Geht das jetzt? Das geht jetzt nicht. Packen wir den schnell hier rein. Nehmen uns den Moaning Cylinder. Und nehmen uns das wieder zurück. Was hat der für einen Rucksack? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich den so spüre. Was hast du? Wahrscheinlich den gleichen, ja. Nee, ich hätte schon gern lieber so einen Rattenrucksack. Ja, okay, kommt. Weiß nicht, soll ich die heilen? Ja, warum nicht, oder? Ist immer geiles Training für uns. Mononoke, wie geht's dir? Sind wir im Erholungskoma, gell? Klar. Ja, ja, der ist im Sterben, der ist bewusstlos. Dann wird der hier noch, ja, geheilt. Der Wiki. Okay. Easy. Mhm. So nehmen wir das mit, Leute. Ganz klare Sache. Dann nehmen wir denen aber ihre Waffen weg, oder? Ja, oder ist das nötig? Ich weiß es gar nicht. Komm, wir machen's. Wir machen schon gut Waffen mit ihr, gut Schaden mit ihren Blunt Weapons hier und da. Will ich jetzt nicht riskieren, dass die hier drin nochmal die Überhand gewinnen, wenn sie zu dritt aufstehen oder so. So, hier, guck mal. So habt ihr auf jeden Fall nicht wirklich eine Chance. Gut. Na, Hammer das. Whisperwind, wie geht's dir? Mononoke, alles klar. Wir bräuchten hier ein zweites Bett mittlerweile, fällt mir gerade auf, oder? Macht schon Sinn. Dann machen wir das doch gerade mal schnell. Wie regeln wir das? Da muss schnell hier irgendwie was rübergepackt werden. Easy. Dann brauchen wir 4 Stoffe. Dann machen wir die hier leer und nehmen hier noch 2. Und ein Baumaterial, das jetzt nicht mehr hier hinpasst. Aber dann bauen wir einfach erstmal schnell das Bett auf hier, ne?
Okay, wo war das jetzt noch gleich? Innenräume. Nee. Alter, ich komme in diesem neuen Menü einfach nicht klar. Ich würde mir wünschen, dass es zunehmend besser werden würde, aber hier Interieur. Nee, ist Town ja doch hier, oder? Beds, genau. Bett 2. Nee, wir nehmen jetzt normales Bett hier. Ja. Ganz normales Bett nehmen wir uns da. Packen wir auch mitten rein. Ist gewissermaßen egal. Ich will, dass die von beiden Seiten gut dahin kommen können. Ja, damit da keine Scheiße passiert. So, Whisper, dann zieh das mal hoch, bitte. Ja, guck mal, er steht schon wieder auf. Ja, und haut ab. Easy. So, dann regeln wir auch das. Müsste eigentlich flutschzuck gehen, haben ja seit unserem Rüstungsschmiede-Arc auf jeden Fall einen ganz ansehnlichen Ingenieur. So, dann rein da mit euch. Ja, so muss das sein. Ah, hier, guck mal. Ich glaube tatsächlich, dass das bei Tieren keinen Unterschied macht, ob man die ins Bett legt oder nicht, oder? Ich glaube, das ist die ganz normale Heilungsrate. Man müsste das mal testen eigentlich, oder? Wie schnell mit oder ohne Bett das heilt. Weiß nicht, ob das bei Tieren überhaupt was macht. Kann man das irgendwo sehen, die Heilungsrate? Wo sehe ich die? Über Zähigkeit? Die würde ich voll gerne mal genau sehen, meine Heilungsrate. Wie schnell Recovery Rate? Hier, mal 8. Und wie viel haben wir hier? Auch mal 8, okay. Ja, dann ist es höchstwahrscheinlich, liegt es höchstwahrscheinlich am Bett. Na? Alles klar, da haben wir unsere Recovery Rate. Das ist natürlich wichtig, ist ganz klar. Die beiden hier im Erholungskoma unterwegs. Na, Mononoke weitgehend wieder fit, würde ich behaupten. Whisperwind, wie sieht's bei dir aus? Absolut fit. Ja, klasse. Dann nehmen wir unsere Mononoke da wieder mit. Und ziehen weiter, oder? Schließlich noch viel zu lernen. Nehmen hier natürlich noch unser Equipment mit. War das in der hinteren Chest? Ja. Nee. Oh Mann, jetzt öffne ich immer den falschen Rucksack, ne? Weil davon ausgegangen wird, weil Mononoke auf der 2 ist, gewissermaßen. Und man wählt ja immer das hintere Inventar an. Eigentlich müsste Mononoke auf die 1, aber irgendwie finde ich, killt es dann mein Vibe. Deswegen, nee, wir lassen das erstmal so. Okay, dann ab nach Shem und mal gucken, wie es da mit Schnabeldingern läuft. Na, man muss ja auch mal testen. Holy Assault bewegt sich auf SKG zu. Das wäre natürlich super Trainingspartner für Whisperwind. Die würden uns ja auch gewissermaßen nichts machen, außer uns halt auseinandernehmen, aber die würden halt Mononoke höchstwahrscheinlich töten. Ja, da können wir dann gucken, wie es aussieht. Bis die da sind, wird es eh noch eine Weile dauern. Ja, wo habe ich es jetzt gerade gesehen? Hier, ja. Okay, doch, geht relativ schnell. So, wie sieht's aus mit Schnabeldingern? Hier müssten eigentlich schon stellenweise welche unterwegs sein. Naja, gell. Sieht gerade schlecht aus. Das würde ich jetzt echt gerne mal testen, denn ich glaube, Whisperwind macht da auf jeden Fall gottlosen Damage an denen und wird absolut nichts abbekommen. Wir haben das ja vor ein paar Episoden mal beobachten können. Ja. Und Mononoke kann halt nicht ausweichen. Wir müssen halt gucken, wie viel Schaden sie pro Hit bekommt. Können wir schon vorstellen, dass sie noch so 70er, 80er Hits von so Beakfings bekommt. Das ist natürlich gefährlich, damit zu trainieren. Aber wie gesagt, ich glaube, bei Whisperwind müssen wir uns absolut keine Sorgen machen. Sie kann dann ja Mononoke im Zweifelsfall immer schnell aufheben oder so. Das ist ja nicht das Problem. Ja, Holy Nation jetzt, mit denen kämpfen, würde ich jetzt nicht so sehen. Ich meine, wie gesagt, die wären super Trainingspartner in Bezug auf ihre Werte. Aber die sind natürlich die absolut falschen Trainingspartner in Bezug auf ihre Waffenwahl. Die haben natürlich hier ihre, Alter, hast du viele Ziegen. Und schau doch mal, wie jung und klein die kleinen Ziegenbabys hier sind. Geht's deinen Ziegen auch allen gut?
Das hier hat ein bisschen was abbekommen. Nee, okay. Ja, den geht's allen klasse. Ja, stark. Das wünsche ich dir auch. Und ich mein's auch wirklich so. Na, also in Bezug auf ihre schwere Waffenwahl haben wir da nicht so viel Spaß, glaube ich, mit einem Holy Assault. Na, die durchdringen unsere Rüstung dann schon nochmal auf einem anderen Level. Ich glaube, so 20er Hits oder so würden die uns schon reindrücken. Da liegt dann auch eine Whisperwind gegen irgendwie, was weiß ich, wie viele Leute das wieder sind. 30, 40 oder so. Da müssen wir uns nicht einbilden, eine Chance zu haben. Müssen wir wirklich nicht. Es macht keinen Sinn. So, oh, wisst ihr, was mir gerade auch wieder auffällt? Wir können ja schon längst ein bisschen schneller sneaken. Dummer P, schon wieder vergessen hier. Ach Mann, warum passiert mir das heute so oft? Jetzt hier. Na, easy. So. Ja, eben, dann seid ihr beide schon mal eine ganze Ecke schneller unterwegs, oder? Zumindest ein bisschen. Wen haben wir denn da? Knochenbande, ja, die hat doch safe Bock, oder? Knochenbande, habt ihr Lust? Ich meine, die wären zu viert, das wäre, ja, das sind ideale Trainingspartner, komm, die nehmen wir mit, oder? Ganz klare Sache. Dann hier, Whisper, ziehe ich mal wieder um. Die Arme, wisst ihr, wie ich meine? Kann mich auch nicht auf einen Dresscode festlegen hier, hä? Ach, Whisper. Müssen wir viel erdulden, gell, klar. Komm, labern wir die mal an. Okay, zeig mir, was du kannst. Ja, zieh dein Schwert glatt heute. Oh, ich dachte, ihr wärt zu viert, aber ihr seid ja zu fünft. Naja, spielt auch keine Rolle. Hm, guter Tag zum Sterben. Weiß ich ja nicht, Leute. Mononoke, zeig ihnen, wie es ist. Ja, zeig ihnen, wie es ist. Ja, immerhin zeigt sie einmal irgendwem, wie es kurz ein bisschen ist, ne? Oh yeah, Mononoke. Oh, das war ein Multi-Hit. Der gibt gut EP für Mononoke. Der gibt super gut EP. Mhm, stark, Mononoke. So muss das sein. Zähigkeit 7, Nahkampfangriffe 7. Aha. Oh. Ja, ja, Mononoke, genau so sieht's aus, gell? Schön reinhechten hier. Okay, Mononoke down. Schnell aufheben. Heb sie auf. Heb sie auf. Aufheben. Wichtigste Prio. Ja, genau. Hör ich da Garus kämpfen? Du Schwein. Du Schwein. Okay, den Garu retten wir. Direkt nachdem wir mit den allen hier Schlitten gefahren sind, oder? Mhm, mhm. Ah, die haben Hacker dabei. Machen aber trotzdem ziemlich wenig Damage damit eigentlich, oder? Aber wir hauen halt irgendwie auch nicht sonderlich hart zurück. Naja, ja. Könnten wir aber hinkriegen. Kriegen wir hin. Oder? Das kriegen wir hin. Wie geht's, Mononoke? Das ist okay. Stark, Whisperwind, super stark. Mhm. Mhm. Komm, wir pacen ein bisschen. Unsere Werte im Auge behalten. Brust, erster Verschlechterungspfeil. Ist nicht wild, kriegen wir trotzdem hin. Erste Person von denen liegt. Damit sind wir direkt zwar immer noch im Nachteil, aber ne, nicht mehr ganz so hart. Stark. Jeder Hit ist wichtig, den die kriegen. Ja, perfekt. Yes. Genau so sieht's aus, Leute. Genau so sieht's aus. Legt euch nicht mit uns an. Wir sind zwar wenige, aber wir haben es in uns. Ne? Mit dem Piekser. Mit dem Piekser. Ich finde den Piekser so cool. Ich hoffe, wir pieksen später nur noch. Klasse, okay. Wir lassen Mononoke runter. Mononoke nur verwundet. Ja, Mononoke wird geheilt. Ganz klare Sache. Mononoke, gönn dir ein Ärmchen oder ein Beinchen. Darfst du gerne irgendwo was abknabbern. So, und jetzt müssen wir noch ganz schnell den Garuda verarzten. Direkt nachdem Whisper sich verarzt hat. Verarztet hat. Na, hier, guck mal. Wer von euch stellt sich tot? Ah, ihr esst auch in Bewusstlosigkeit. Lieben wir. Mononoke, du stehst hier und schiebst Wache. Oh, ich wollte nicht aufheben eigentlich. Whisper, bring mal den Garu hierher, dann haben wir hier alles im Blick. So, na.
dachten die, die könnten hier ungestraft einen Garu bewusstlos schlagen. In meinem Beisein. Ah, aber nicht mit uns. Stellt sich tot, echt, oder? Haben wir Schiss, gell? Ja, kommt ruhig hoch. Kommt ruhig hoch, wenn ihr das wollt. We're happy to fight you. Na? Wir gehen so weg. Dann könnt ihr ruhig aufstehen. Na? Dann kommen wir aber wieder. Na, dann kommen wir wieder. Wir kommen wieder. Wie sieht's aus? Hier, greifen wir alle an. Und rein da. Mononoke, zeig sie ihn. Stark. Stark. Oh, Mononoke, let's go. Die nimmt ja richtig Rache. Alter, nimmt die Rache. Oh. Mononoke, do it. Oh. Stark. Good girl. Nice. Gönnt euch ihn. Das ist der herabschauende Hund. Also, nee, ist es nicht, gell? Nee, ist es nicht. Verzeiht. Das ist nicht der herabschauende Hund. Nicht ganz. Ah, müssten schon. Das ist. Das Kind? Ich mache jetzt gerade relativ täglich Yoga und ich muss euch sagen, mein Rücken profitiert. Und ich liebe alles daran. Das ist super. Ich mache das jetzt zu einer Daily Praxis. Na? Ah, und wisst ihr, was ich mir jetzt bald auch wieder gönnen muss? Bewerbungen. Alter. Bitte. Bitte nicht. Oh Mann. Wisst ihr, ich will nicht sagen, dass ich untauglich für die Arbeitswelt bin oder so. Dafür habe ich in meinem Leben schon viel zu viel Minijob und sonstiges Ferienjob-Gedöns und so gemacht. Na, das geht schon klar. Es gibt nur so, gerade den Bewerbungsprozess finde ich schrecklich, weil ich einfach nicht drauf stehe, wenn Menschen heucheln. Na, ich würde mich als sozial sehr aufgewecktes Kerlchen beschreiben. Ich merke in den meisten Fällen, wenn Leute halt Scheiße labern. Na? Wir sind ein ganz aufgewecktes und zuvorkommendes Team. Jeder hat bei uns Spaß. Ja, und am Ende seid ihr die gleichen Ärsche wie überall anders halt auch. Na, also, erzählt mir doch nichts. Schau, cool. Meistens sind die meisten Leute ja nett. Ich komme auch mit den meisten Leuten super klar. Na, aber es gibt immer ein paar. Ich denke auch, das ist einfach ein Trait, mit dem er in der Welt klarkommen muss. Aber das spricht für mich zum Beispiel ganz klar dafür, dass ich schon irgendwann gerne selbst und ständig wäre. Das ist schon so eine Geschichte für sich. Also ich mag das einfach nicht, auch wenn man da so hockt und so sagt, oh, mir wurde damals in der Schule beigebracht, so verkauft eure Schwächen als Stärken, so, ich bin immer so überambitioniert. Come on, Leute, ganz ehrlich, sparen wir uns doch das Zeug, heuert mich an. Ich arbeite meinen Job, ich will nicht eure Freundschaft oder so, ich will da einfach nur meinen Lebensunterhalt bestreiten können und der Rest ist mir scheißegal. Na, müsst ihr nicht auf Freunde machen, ihr müsst mir nicht erzählen, was es für fancy Fortbildungen gibt, weil euch so viel an euren Mitarbeitenden liegt. Nein, euch liegt was daran, dass ihr weiterhin Cash macht und relevant bleibt. Deswegen kriegen die Mitarbeitenden die Fortbildungen. Na, auch die sagen quasi, ey, das ist eigentlich ein Nachteil für uns, weil wir müssen das ja zahlen, dass unsere Leute fortgebildet werden, aber wir verkaufen es als Vorteil von wegen, ey, bei uns kriegst du Bildung. Ja, ist zwar auch irgendwo ein Vorteil für einen selbst, ne, aber ich weiß nicht, mir macht das irgendwie nicht so viel Spaß. Immer das Gefühl, generell so für andere Leute Träume arbeiten, dem kann ich einfach nicht viel abgewinnen. Ich würde aber trotzdem behaupten, in allen Jobs, die ich bis jetzt hatte, wurde ich sehr geschätzt, ne, das macht mir auch Spaß, aber all in all, so diese Bewerbungsverfahren, da habe ich nicht viel Spaß. Kann ich einfach nicht anders sagen. Da habe ich einfach nicht viel Spaß. Sag mal, gibt's hier überhaupt, da ist ein Schnabelding? Oh, ich überziehe gottlos. Ja, Leute, dann nächste Episode. Schnabelding-Schlacht, oder? Na, wohl mit den Werten. Wenn hier so ein 100er-Hit drauf geht, wird's halt direkt knapp. Und jetzt kommt gerade das lauteste Musikstück, das es in Kenshi gibt. Das ist ein guter Moment. Leute, ich wünsche euch was. Lasst Liebe da. Keine Sorge. Na, ich habe es gerade ein bisschen überdramatisiert dargestellt. Ich werde schon was finden. Da bin ich guter Dinge. Und es wird im Idealfall auch was sein, was ich zumindest nicht hasse. Na, da ist schon mal einiges mitgewonnen. Ich wünsche euch was. Wie gesagt, lasst Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade. Hey, was geht hier ab? Das Katana ist schon scharf. Und